So, ihr Pappenheimer, herzlich willkommen zu einer Sondersendung von keine Ahnung was. Und zwar befinden wir uns aktuell im thailändischen New Year. Es ist kurz nach eins. Ich habe schon wieder so lange geschlafen. Es ist kurz nach eins, es ist ein bisschen bewölkt, aber ich glaube, das Wasser von oben ist nicht das Problem aktuell. Und zwar ist gerade Songkran. Und zwar heißt es, dass hier alle Leute mit Wasserpistolen rumrennen und die Leute nass machen. Deswegen werde ich auch meine heißgeliebte Sonja nicht auspacken in den nächsten drei Tagen, weil es mir ein bisschen zu heikel ist. Die Drohne lasse ich auch drin, aber ich guck mal, was ich hier so mit den Wasserpistolen anstellen kann. Wir kaufen uns eh einen, oder? Ballerei. Sie wollen ein Drive-By, sie kriegen ein Drive-By. So, ihr seht, ich bin nass. Das ändert sich aber später. Wir gehen jetzt was frühstücken und dann wird zurückgeschossen. Lassen wir nicht auf uns sitzen. Definitiv nicht. Ich hol mir so eine pinke Minimaus-Gun und dann geht's los. Bevor man in den Krieg zieht, braucht man eine Stärkung. Hier ein Coconut Shake von Sunshine Café. Was geht da hinten schon wieder ab? Fetzen die sich schon? Der hat die voll nass gemacht, ja. Zu Recht. Als Ruff. Oh, bin ein bisschen heiser von gestern. Puh. Hat immer noch keinen Kater. Erzähl mir von der harten Straße, Leonie. Das ist langweilig. Nein, die Zuschauer müssen denken, es ist gut. Oh. Okay. Das ist spot on, da kann ich jetzt sagen. Ja. Was ausdenken. Alter. Warum hast du schon wieder so weiß im Gesicht? Nennen wir es einfach Sonnencreme. Happy New Year, ist Babypuder. Nennen wir es einfach Babypuder. Nennen wir es einfach Babypuder, weil es schön ist. Natürliches Peeling, ne? Macht die Haut sanft. Ja. Fühlt sich auch so an, oder? Wie Sonnencreme. Darf ich mich hier nicht hinsetzen, oder? Weißt du? Ja, setz doch einfach, aber setz doch rein. Ja, die haben extra alle Bezüge weggemacht. Oh, Schlaufer. Möchtest du einen Schluck, nennen wir es einfach Babypuder? Nee, danke. Da lässt man Leo eine Minute alleine und dann sowas. Muss sie anketten. Muss sie wirklich anketten. So, wir haben rausgefunden, dass es im Nachbarort die günstigeren und die größeren Wasserpistolen gibt. Deswegen checken wir das jetzt aus. Wir hoffen, dass wir den Weg dahin überleben. Aber wird schon. Krieg ist ekelhaft, aber manchmal muss er geführt werden. Alle Typen tragen weiß. Das ist ganz wichtig, dass man, wenn man nass ist, die nicht vorhandene Brustmuskulatur und Bauchmuskulatur sieht. Außer die Leute, die einen guten Körper haben, wie zum Beispiel der Tizian, der trägt schwarz. Ja! Und genauso geht das jetzt die ganze Zeit. Vermutlich bin ich nun ein wenig nass, aber das ist vollkommen in Ordnung. Warte, ich glaube, ich bringe mein Handy, mein Passwort mal weg. Ja, ich gehe auch mal alles, was irgendwie Geld kostet, wegbringen. So, wir sind jetzt offiziell bewaffnet. Wir haben ein bisschen viel Geld dafür bezahlt, aber ich glaube, Neujahr ist nur einmal im Jahr. Und deswegen scheppert's jetzt böse, Alter. Mach ein Bild von mir. Schon kaputt gemacht. Okay. Danke. Der Tio und ich, wir dachten uns, wir stellen uns nicht dahin, wo alle sind, sondern wir warten im Dunkeln hinter einer Mauer und schlagen dann hinterrücks zu. Wir nehmen dieses Ganze ein bisschen zu ernst und es wird vermutlich ein, zwei Tote geben. Aber wie gesagt, Krieg ist Krieg. Wir befinden uns hier am steilsten Hang in der Umgebung. Der Feind kann uns nicht sehen, wir aber den Feind. Viva la Revolution, Motherfucker! Okay, ist ein bisschen einsam hier gerade. Da kommen welche. Wir machen Overshoulder. Ja.
Als hätten sie eine Chance. Na, nass? You see this? It's called being sexy. Der kommt mit Taucherbrille. You're on the picture. Lang nicht mehr gesehen. Die Straße hier schon wieder aussieht. Kann man machen, was man will. Einer muss sich halt immer um alles kümmern. Man kann die Leute ja nicht über die dreckige Straße fahren lassen. Sind da Leute drin? People inside? Einmal mit Profis arbeiten, wirklich. So, jetzt mach du. Bevor es heute am zweiten Tag in die Schlacht geht, muss man sich erstmal stärken. Stärke dich. Du weißt schon, dass das Whisky Sprite von gestern ist. Nein, aber jetzt. Morgens 2:30 in Thailand. Start your day right. So, wir gehen jetzt Leo suchen und nerven. Auf ins Gefecht! Na, süße Lust auf den Ritt? Sag mal Scheide. Optisch schick, innerlich nicht. Ich rede sowohl von dem Roller als auch von Tabea. Lass mich verarschen. Ja, kacke, wenn man kein Wasser hat, ne? Was ist mit dem Kickstarter? Oh, kein Kickstarter. Kickstarter-Jock. Alter Roller, als ob der ein Kickstarter. Ja, also funktioniert das nicht. Der geht schon an. Nass, trocken. Nass, nasser und weiß im Gesicht. Ah, ich liebe es, wenn man irgendwie so einen Schutz hat. Du hast keine Lust. Du hast keine Lust. Nee. Ich will mal jetzt mein Time da auf. Du kannst nicht, ich kann ja kein Total, also das ist ja gut. Ich gehe dich ins Meer.
Kein Scheiß. Hör auf jetzt! Ich steck dich in so eine Wassertonne rein. Hallo. Misch mal in den Teamszone. Ich hab heute meinen mutigen Tag und setz mich nach hinten auf den Roller. Bring uns nicht um. Dein vertrauensvollen Tag. Bring uns nicht um. Lass auf, mein Knie nass zu machen. Du siehst aus, als hättest du ein Kokainproblem und noch nicht so richtig rausgefunden, wie man das mit dem Kokain macht. Ja, genau, da muss es rein. Gleich. No. Ah! So, ich möchte an dieser Stelle mal meine Mama und meinen Papa grüßen. Ja, war's auch schon. Sonst niemand. Wie soll das eigentlich jemals mit meiner Traumfrau klappen, wenn auf Tinder keine Leute meiner Reichweite sind? Könnt ihr mir das eigentlich mal sagen? Ah, jetzt. Nein. Siehst du? So geht's mir auch immer. Bin einfach so anspruchsvoll. Okay, dann begnügen wir uns halt mit unseren Damen. Schatzis! Okay, jetzt nicht. Ah, okay. Ich hab eh wieder alles vergessen. Ja. Happy New Year! Hat ja lange gedauert mit dem Trockensein. Ja. Jetzt wird richtig spaßig. Elvis hat alles im Griff. Elvis gibt Elvis. Keinen Fick. Komm her, Digga. Elvis hat jetzt erstmal geguckt, ob da hinten auf der Straße Elvis. Alles mit rechten Dingen zugeht. Fick dich halt. Wir laufen ja relativ safe hier. Okay, das überleben wir halt nicht. Einfach keinen Augenkontakt aufbauen. Richtige Foxen. Wo war die Best Pit Time Town? Direkt hier. Ah, scheiße. Ah. Dick unnötig. Es hätte so schön sein können. Freunde, wenn man keinen Bock hat auf nass werden, bleibt man einfach im Hotel. Das ist, meine, oder an der Brücke. Da ist man auch relativ safe, wenn man sich mit den Mädchen anfreundet. Hol mal mein Geld bitte. Egal was für ein Tag, ob Feiertag oder Trauertag, ob normaler Tag oder unnormaler Tag, ob ein bisschen Tag oder gar kein Tag, don't forget the corner. Pünktlich um 8 stehen sie wie immer vorm 7 Days und fangen an, sich hemmungslos bis zur Kinderlähmung zu betrinken. Liebe Zuschauer unter 18 Jahre, ich hoffe, ihr habt das gerade nicht gehört und wart gerade mit etwas anderem beschäftigt. Liebe Zuschauer über 18 Jahre, ihr kennt den Lifestyle. Ja. Wisst ihr, was richtig geil ist, wie der sich immer beschwert, wenn ich aufhöre, den zu streicheln? Vorführeffekt. Der legt sich immer so in die Kurve.
Machen alle Auge. Was willst du denn? Puperz filmen. Da. Komm her, sag mal Hallo zu den Zuschauern. Hallo Zuschauer, ich bin Fett. Wie geht es euch? Mir geht es gut. Ich glaube, das ist sobald die Kamera aus ist. Mach den Sachen. Willst du was dazu sagen? Nein, ich nicht. Willst du irgendwas dazu sagen? Nicht so gerne. Nicht so gerne? Gar nichts? Sobald die Kamera aus ist, sagt sie wieder, wie süß es ist, dass wir Passion-Look anhaben. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, wie hier die Mücken um die Schuhe fliegen, aber irgendjemand hat hier wohl Stinkefüße. Ja, letzter Tag Song Krang. Ich habe mir gestern eine schöne Angina zugezogen. Deswegen versuche ich jetzt mal trocken zu bleiben. Auch wenn es vermutlich nicht klappen wird. Aber I do my very best. Auf jeden Fall ist heute halblang angesagt und ich weiß gar nicht, ob ich heute Abend die Party filmen kann. Schwierige Situation, Freunde, schwierige Situation. Was dir natürlich immer mal passieren kann, in Südostasien, dass es zwar Licht gibt, aber kein Lichtschalter und auch kein Klopapier, aber die Pumpgun ist da. Aber im Dunkeln scheißen ist schon ein bisschen unangenehm. Ich würde ganz gerne mal eine Hotbox in so ein Klohäuschen machen mit ein paar Jungs. Ist bestimmt witzig. So, Freunde. Wir müssen uns mal hier über die Qualität von, wie nennt man das, Hostel-Toiletten unterhalten. Und zwar, woran, liebe Zuschauer, erkennt man eine gute Hostel-Toilette? Oder eine gute Restaurant-Toilette? Oder allgemein eine gute Toilette in Asien? Wir fragen mal den lieben T. Woran erkennt man eine gute Hostel-Toilette in Asien? Eine gute Hostel-Toilette in Asien erkennt man daran, wenn schon mal keine Spinne drin sitzt. Punkt Nummer 1, wenn der Bumper richtig auf Druck ist. Richtig. Und damit kommen wir schon zur Kernaussage des Ganzen. Wenn die Pumpgun keinen Druck hat, ist es Kacke. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Weil, komm, wir gehen essen. Weil, man darf sich nämlich hier nicht den Arsch, also ich habe das ja schon tausendmal gesagt, man darf sich nicht den Arsch mit Toilettenpapier abwischen, das dann in die Toiletten schmeißen, weil das sonst alles verstopft so. Und das ist ja auch in Ordnung. So. Aber dann gibt es irgendwie genau zwei Arten von Bumper und so ein Schnuff ist immer richtig. Also so ein bisschen halt. Und zwar gibt es eine Art von Bumper und zwar ist es der sogenannte Anspuckbumper. Bei dem Anspuckbumper, meine Damen und Herren, sieht es folgendermaßen aus. Und zwar wird euer Arschloch dann nur so ein bisschen halt angenässt. Bringt am Ende des Tages gar nichts, weil ihr die Scheiße trotzdem noch hinten kleben habt. Und dann gibt es noch den sogenannten Kärcherbumper. Der Kärcherbumper, Ladies and Gentlemen, sorgt dafür, dass das komplette Fleisch von eurem Gesäß gespritzt wird, bis hin zum oberen Teil der Rippen, habt ihr dann gar nichts mehr. Ich weiß ja auch nicht, was sich die Leute dabei denken. Aber wieso kann man denn diese Bumper nicht einfach so einstellen, dass dass einfach die Kacke weggespritzt wird, dann nimmt man sich so ein Stückchen Klopapier, macht das alles wieder schön trocken, macht es in den Mülleimer und alle sind glücklich. Nein, entweder ist dein kompletter Arsch noch voller Scheiße oder dein Arsch ist quasi nicht mehr existent nach dem Bumpern. Das war's schon wieder. Man hat mich jetzt genug aufgeregt. Dieses Video entstand jetzt ungefähr fast eine Woche nach Song Krang. Dieses Video heißt eigentlich Song Krang Exclusive Video. Geht jetzt offensichtlich noch ein bisschen länger. Seitdem ist nichts groß passiert.
außer dasselbe wie immer. Aufstehen, frühstücken, Abendessen, saufen, schlafen gehen. In diesem Sinne machen wir so weiter.